Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind, Thomas Ader. Anlässlich des Weltbuchstags am 23. April. Genau, den kleinen Lesemarathon machen. Und Thomas Adam wird jetzt genau eine kleine Geschichte vorstellen. Und ich werde vorab ein paar Fragen stellen. Und genau, dann ist dann alles Thomas Adam zu überlassen. Okay. Gut, dann zu den Fragen. Was hat Sie dazu inspiriert, der Kraichgau eine kleine Geschichte zu schreiben? Tja, ich bin geboren in Hochland in Untergrombach. Und Untergrombach, das ist eine Gemeinde, die genau am Rande des Kraichgaus liegt, am Übergang vom Kraichgau zur Oberrheinebene. Und als Kind, als Jugendlicher bin ich damit automatisch aufgewachsen, sozusagen in zwei Landschaften zu Hause zu sein. Hier auf der einen Seite die Rheinebene und auf der anderen Seite das Hügelland, der Kraichgau. Und jede dieser Landschaften, beide, hat jeweils individuell ihren Charme. Jede hat was Besonderes, jede zeichnet sich durch was anderes aus. Und als ich dann 2006, 2007 habe ich ein Buch geschrieben über die Rheinebene, weil ich auch damals gemerkt habe, über dieses Thema gab es noch nichts. Und als ich mit dem Buch über die Rheinebene fertig war und dann natürlich auf der Suche war nach einem neuen Thema, denn wer schreibt, der möchte natürlich auch immer ein neues Thema finden, dann kam ich drauf, interessanterweise, dass über den Kraichgau zwar schon sehr viel geschrieben wurde, insgesamt in Menge viel geschrieben wurde, aber es eigentlich noch keine zusammenhängende Geschichte des Kraichgaus gab. Also es gibt tausende von Artikeln und hunderte von Büchern über Einzelthemen im Kraichgau, über die Reichsritter, über die Burgen, Schlösser und alles, aber es gab noch nicht dieses eine schnell zu lesende Gesamtüberblickswerk über den Kraichgau, beziehungsweise eines, es gab es, aber das wurde vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben und ist damit natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und natürlich auch vergriffen. Insoweit war das für mich ein Thema, wenn ein Autor natürlich ein Thema findet, das er noch relativ unbearbeitet oder zumindest in dieser Art relativ unbearbeitet entdeckt, dann ist es natürlich so ein bisschen wie das Pharaonengrab. Da hat man jetzt was gefunden, da erstaunt man und sagt, jawohl, da will ich mich ans Werk machen. Und so entstand die kleine Geschichte des Kraichgaus. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wie das zustande kam. Wann haben Sie denn überhaupt mit dem Schreiben angefangen, beziehungsweise wie kam es dazu? Ja, das geht ganz, ganz weit zurück. Das geht zurück, als ich war 12 oder 13, da habe ich mir von meinen Eltern tatsächlich eine Schreibmaschine gewünscht. Und auf dieser Schreibmaschine habe ich dann mit 12, 13 angefangen, also ich schmunzle natürlich aus heutiger Sicht, Bücher zu schreiben. Also im Wesentlichen habe ich eher Bücher abgeschrieben, als dass ich neue geschrieben habe. Aber ich habe natürlich dann, indem ich, was weiß ich, aus Geschichtsbüchern damals übrigens schon, also ich habe mich damals schon für Geschichte interessiert, trotzdem natürlich versucht, eine eigene Sprache ein bisschen zu entwickeln und so. Also es war natürlich nur Abschreibtexte, die ich da produziert habe im Wesentlichen. Aber ich habe geschrieben und ich habe mit dem Interesse an Geschichte tatsächlich mit 13, 14 Jahren dann begonnen zu schreiben. Mit 16 Jahren habe ich dann einen Literaturpreis erhalten als 16-Jähriger. Das hat auch damals ein bisschen Staub aufgewirbelt, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass der Kerl so schreiben kann oder dass es mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Das müssen seine Eltern geschrieben haben oder das müssen Erwachsene geschrieben haben. Das kann von dem nicht stammen, es stammte aber doch von mir. Und das Schreiben, das hat mich seit Anfang an hat mich beschäftigt. Ich bin natürlich durchaus froh, jetzt kein berufsmäßiger Autor zu sein, weil was man berufsmäßig tut, das verliert natürlich auch in gewissem Umfang seinen Reiz, sage ich jetzt mal. Nicht? Also man kann gerne schreiben, man kann auch viel schreiben, so wenn man sich die Zeit freischaffen kann, aber wenn man davon leben muss, dann hat es nochmal einen anderen Charme, noch eine andere Leichtigkeit, sage ich jetzt mal auch, eine andere Leichtigkeit, genau.
Und das ist das, was ich heute bis heute tue. Also ich hab eine ganze Reihe von Büchern und natürlich auch unzählige Artikel mittlerweile geschrieben und veröffentlicht. Und das ist so meine, ja, wie soll ich sagen, eine schöne Mischung aus Hobby einerseits und trotzdem natürlich auch geistiger Beanspruchung und geistigem Fitbleiben mit den neuen Themen, mit denen man sich immer auseinandersetzt hat. Andererseits also ein für mich idealer Freizeitvertreib. Und Ihre Motivation hinter dem Bücherschreiben bzw. das Veröffentlichen der Bücher? Ja. Da haben Sie jetzt was ganz Richtiges und Wichtiges gesagt. Genau. Das Veröffentlichen von Büchern, nicht nur das Veröffentlichen von Texten. Denn Texte kann man veröffentlichen, wie man will, die kann man im Internet hochladen und online stellen und so weiter. Das hat für mich keinerlei Reiz. Es ist in der Tat das Buch als Gegenstand, als etwas Haptisches, als etwas, das man anfassen kann, das man in die Hand nehmen kann, das manchmal sogar seine eigenen Gerüche hat und anderes. Also das Buch als Objekt, das ist das tatsächlich, warum ich ein Stück weit schreibe. Also ich habe sehr oft überlegt und ich meine das sehr, sehr ernst und ich bin mir sehr sicher, dass dem auch so wäre, wenn eines Tages Publizieren nur noch heißt, seinen Text im Internet hochladen, dann ist die Zeit meines Publizierens vorüber. Das ist dann einfach vorbei. Also das gedruckte Werk, das Buch, das ist für mich das Ziel und auch der Lohn, sage ich jetzt mal, des Schreibens. Darauf will ich raus. Das ist so meine Motivation in der Tat. Und nur das pure Texte online stellen, das reicht mir nicht, um mich zufrieden zu machen. Das kann ich gut verstehen. Also sowas in der Hand zu haben, ist schon was anderes, ja, als es nur digital zu sehen. So ist es, ja. Stimme ich vollkommen zu. Viele Bücher haben sich schon rausgebracht und sind noch weitere in Planung. Ja, ich habe in den letzten gut 20 Jahren so rund 10 Bücher veröffentlicht, eine ganze Reihe von anderen Büchern mit veröffentlicht oder Beiträge in Büchern publiziert, auch Zeitschriftenbeiträge, Zeitungsbeiträge, sehr viele, das ist klar, aber bei dem ganzen Schreiben, es sind ja alles historische Sachbücher. Also das heißt Ortsgeschichten, Regionalgeschichten. Ich habe eine Geschichte der Naturkatastrophen in Baden-Württemberg beispielsweise geschrieben, solche Sachen. Es sind also immer regionale Sachbücher. Aber was ich bei dem Ganzen versuche und was so ein bisschen mein Ziel ist und auch mein Wunsch natürlich ist, ich möchte, es klingt jetzt wie ein gefährliches Wort, aber ich meine es durchaus bewusst und ernst, ich möchte auch ein ganz ordentlicher Unterhaltungsschriftsteller sein. Das heißt also, ich möchte schon, dass diese historischen Sachtexte von den Menschen auch gerne gelesen werden oder auch, wenn ich sie dann mal tatsächlich selber lese, auch gerne gehört werden, dass sie auch, sage ich jetzt mal, ein ganz kleines Stück literarische Freude bereiten. Dass es also kein ganz trockenes, knochentrockenes Werk ist, sondern dass ich einfach spüre und mich freue, wenn ich das auch dann von Lesern ein bisschen bestätigt bekomme, dass man in den Büchern auch gerne liest, dass man also in die Texte auch reinkommt und dass man dann gerne in ihnen liest. Dieser Anspruch, das ist so ein bisschen meine Herausforderung, meine Hoffnung, meine Freude, keine trockenen Dinge zu produzieren, sondern Unterhaltendes. Okay. Und genau, der Kraichgau ist ja auch schon, glaube ich, die dritte Auflage. Ja. Genau. Und da will ich jetzt rüber von, dass Sie die Buch gerne vorstellen können und dann daraus vorlesen. Ja. Genau. Gut, dann würde man einfach mal in die Geschichte des Kraichgaus einsteigen. Der Kraichgau ist tatsächlich eine Landschaft, die hat es nicht immer so ganz leicht. Er ist eine Landschaft, die liegt irgendwo ein Stück weit dazwischen. Da haben wir den Schwarzwald im Süden, da haben wir den Odenwald im Norden. Die sind natürlich auch von ihren Namen her wesentlich bekannter. Oder drüben auf der anderen Rheinseite ist dann die Pfalz.
die jeder kennt. Wenn man Kraichgau sagt, dann darf man in Deutschland natürlich nicht voraussetzen, dass jetzt jeder nördlich von Frankfurt oder in den neuen Bundesländern oder eben in Norddeutschland jetzt gleich sofort weiß, ach, Kraichgau, natürlich, das ist ja Bruchsal, Eppingen, Sinsheim und Bretten, das ist der Kraichgau und den kennt ja jeder. Nein, natürlich, da muss man vorsichtig sein, den kennt natürlich so nicht jeder. Er ist eine kleine Landschaft in unserer Region, aber er ist eine Landschaft, in der es unglaublich viel zu entdecken gibt. Und er ist eine Landschaft, aber da kommen wir mal ganz am Ende dazu, die neuerdings auch öfters in den Medien ist. Mehr ist mehr denn je. Aber das verrate ich Ihnen dann erst, wie gesagt, am Ende. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen mit diesem Kraichgau beschäftigen. Die Frage, wo der liegt, wo der anfängt, wo der aufhört, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Da können Sie im ganzen Kraichgau oder in den Randgebieten, können Sie die Leute fragen und jeder wird Ihnen was anderes erzählen. Oh, wir gehören auch nicht zum Kraichgau oder nee, der Kraichgau, der fängt erst weiter an. Oder das ist immer so die gleiche Diskussion, wie weit geht er, wo liegt er. Meine Kraichgau-Definition ist eigentlich relativ einfach. Der Kraichgau ist eine Landschaft, die liegt zwischen dem Schwarzwald im Süden und dem Odenwald im Norden. Im Osten ist der Neckar seine Grenze, also sagen wir mal Heilbronn. Und im Westen, das ist die einzig sichere Grenze im Westen, ist es dann der Abfall in den Rheingraben, also dieser Bruch an der Kante bei Unterkrombach, Weingarten, Bruchsal, Zeutern, Malsch. Das ist dann so dieser Übergang in die Rheinebene und da ist dann der Kraichgau zu Ende. Das ist die Landschaft, über die wir reden und die hat nun so einige Besonderheiten. Also die Frage, was den Kraichgau besonders macht, die kann man sich natürlich stellen und zu den vielen Dingen, die ihn besonders macht, gehören unter anderem die vielen Burgen. Der Kraichgau ist eine der burgenreichsten Landschaften in ganz Deutschland und es hat natürlich auch seine Gründe. Der Kraichgau war früher im Mittelalter beherrscht von vielen kleinen Adelsgeschlechtern. Und zwischendrin hatten dann wieder ein anderes Dorf, der Herzog von Württemberg in Besitz, der Bischof von Speyer, der Kurfürst von der Pfalz, der Markgraf von Baden und wie sie alle heißen. Jedes Dorf im Kraichgau hatte im Mittelalter einen anderen Ortsherrn. Da konnte man also durch drei Ortschaften laufen und war dann auch dreimal über einer Landesgrenze sozusagen. Und diese Zersplitterung, diese Kleinteiligkeit, die hat dazu geführt, dass eben in jeder Gemarkung beinahe eine Burg errichtet wurde und diese Burg dann auch die Repräsentation des Adels dann ausdrücken sollte. Und deshalb war der Kraichgau eben eine Adelslandschaft. Und ich lese mal ein ganz kleines Kapitel aus dem Kraichgau vor, aus der kleinen Geschichte des Kraichgaus. Das Kapitel Adelslandschaft. Wenn Mitte des 16. Jahrhunderts der gelehrte Sebastian Münster in seiner voluminösen Kosmographia auf den Kraichgau zu sprechen kommt, bringt er dessen hervorstechende Eigenheit mit drei Worten auf den Punkt. Fast der Edelleut sei diese Landschaft, notiert Münster. Wobei der Begriff fast in diesem Zusammenhang so viel meint wie fast. Also fast ganz der Edelleut. Wenige historische Darstellungen des Kraichgaus sind seither ohne dieses Zitat ausgekommen. Man hätte das Besondere der Region auch schwerlich treffender und knapper beschreiben können. Der Kraichgau des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit ist eine ausgesprochene Adelslandschaft. Kaum irgendwo sonst, allenfalls im Hegau, zeigte sich die politische Landkarte ähnlich kleinteilig und bunt. Die Zahl seiner Burgen und Schlösser, der noch vorhandenen und längst verschwundenen, der alten Ruinen und repräsentativen Prunkbauten geht in die Hunderte. Fast 140 niederadelige Familien dürfen im mittelalterlichen Kraichgau begütert gewesen sein. Aber nur der kleinere Teil erlebte davon das 16. und 17. Jahrhundert. Darunter die einflussreichen Häuser Gemmingen, Helmstadt, Bettendorf, Meilberg und Menzing. Andere Geschlechter verschwanden noch während des Hochmittelalters. Die Edelfreien von Hohenhardt etwa,
die im 12. Jahrhundert in höchsten Adelskreisen verkehrten, ehe es bis zu ihrem Aussterben um 1270 sozial nur noch bergab ging. Oder die 1080 erstmals urkundlich erwähnten Herren von Wiesloch, wohl das älteste Rittergeschlecht in der Region, durch dessen mehr als 200-jährige Familiengeschichte sich wie ein roter Faden die Klage über ständige Kapitalnot zieht. Auf lange Sicht erwiesen sich selbst die Grafen von Eberstein, Gründer der Kraichgau-Städte Bretten und Gochsheim, als glücklos. Durch Kinderreichtum, häufige Erbteilungen und politische Abenteuer verarmt, kümmerte dieses ehedem noble Haus vor sich hin und starb 1660 im Mannesstamm aus. Um ein Haar erloschen wäre auch das Geschlecht der Göhler von Ravensburg, als seine beiden letzten wendlichen Angehörigen 1431 auf lothringischen Schlachtfeldern ums Leben kamen. Zwar gab es da noch einen dritten Bruder, aber der war Geistlicher in Speyer. Also musste der Papst den bisherigen Kleriker in einem teuren und aufwendigen Verfahren von seinen Gelübden entbinden. Dann durfte er heiraten und zeugte 8 Kinder. Die Familie war gerettet. Ja, das sind die Geschichten des Adels im Mittelalter und seiner Sorgen. Und wo es viele Adelige gibt, gibt es natürlich viele Burgen. Und wo es viele Burgen gab, dort waren sehr häufig die Minnesänger zu Gast. Der Kraichgau ist eine Landschaft, der eine ganze Reihe von Minnesänger selbst hervorgebracht hat und der aber auch zum Wirkungskreis vieler Minnesänger gehörte. Und einer davon, der hieß Speervogel. Und dieser Speervogel, der hat also über den Kraichgau im 12. Jahrhundert gedichtet. Und da will ich Ihnen ganz kurz mal eine Passage vorlesen. Da geht es eben um die mittelalterlichen Minnesänger. Und Speervogel, so wird einer von ihnen in der mittelhochdeutschen Sprache seiner Zeit genannt, was wohl Sperling oder vielleicht auch Mauersegler bedeuten soll. Liedforscher mutmaßen, erst sehr viel spätere Überlieferung habe dem anonym gebliebenen Sänger dieses Pseudonym zugeschrieben. Sollte es zum Ausdruck bringen, dass er frei wie ein Singvogel lebte oder so ärmlich wie ein Spatz. Über die Kärglichkeit, den Mangel an Besitz und über versagte Entlohnung für seine Dienste jedenfalls, dichtete der Barde verschiedentlich. Dem Bauernstand entstammte er, entschied sich aber für das aufregendere Leben eines volkstümlichen Spielmanns und kam nach der Mitte des 12. Jahrhunderts auf seinen weiten Reisen in den Kraichgau. Hier besang Speervogel überschwänglich die Freigebigkeit seines Gönners, des edelfreien Burgherrn Bayernhard Graf im Elsensgau, und jetzt ein mittelhochdeutsches Zitat, der auf Steinsberg saß und nicht vor den Ehren versparte, also der auf der Burg Steinsberg saß und dem man nicht genug ehren kann und der auch sehr freigebig war. Für sich selbst freilich musste er, Speervogel, nun in fortgeschrittenem Alter, resigniert feststellen, heimatlos zu sein und seinen Söhnen materiell nichts hinterlassen zu können. Unserer Sprache jedoch hat er einen ihrer vielleicht emotionalsten Begriffe geschenkt. Denn in denselben Versen, da er Bernhard von Steinsberg lobt, spricht Speervogel auch von Jesus Christus, der Zewiehenaht geboren ward. Hier um 1170 und in einem Atemzug mit dem Steinsberg wird das Bild von der geweihten Nacht, wird der Weihnachtsbegriff in die deutsche Sprache eingeführt. Ja, jetzt haben wir den Adel, die Ritter, die Minnesänger, aber da gab es natürlich noch die anderen, die viel mehr waren und die natürlich jetzt nicht gerade auf Burgen lebten, sondern sehr einfach in ihren Dörfern. Das waren natürlich die Kraichgauer Bauern. Und da sah die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Das folgende Kapitel heißt einmal im Jahr nach Rom und Sie werden gleich merken, warum. Kraichgauer Bauerntum bedeutete spätestens seit Ausgang des Mittelalters vorwiegend Klein- ja Zwergbauerntum. Das lag vor allem begründet in der relativ dichten Besiedelung und im Erbrecht. Während etwa auf den Höfen im Schwarzwald das sogenannte Anerbenrecht praktiziert wurde
und das gesamte Anwesen geschlossen an eines der Kinder fiel, galt und gilt im Kraichgau das Prinzip der Realteilung. Sämtliche Erbberechtigten erhalten ein Stück vom Kuchen, insbesondere von Grund und Boden. Weil aber dazu in jeder Generation die einzelnen Parzellen zertrennt werden mussten, entstand nach und nach eine Landschaft wie ein überdimensionaler Flickenteppich. Die Zustände der Äcker, Wiesen und Weinberge gerieten immer kümmerlicher, weil sie ein ums andere Mal halbiert, gedrittelt oder geviertelt wurden. Viele Brüder, kleine Güter, pflegte man zu sagen. Selbst noch weit draußen in den Gemarkungen, fernab der Dörfer, gibt es bis heute winzige Fetzen von gerade einmal zwei oder drei A, während Grundstücke von mehr als 20 A früher schon als ausgedehnt galten. Weil jeder Handbreit Boden zählte, mussten die Bauern ihre Hofgüter stark verdichtet bebauen. Auf den 200 Grundstücken im Ortskern von Kürnbach etwa, und so sah es fast überall aus, standen mehr als 500 Gebäude, Wohnhäuser, Scheunen, Verschläge. Zugleich war der jeweils nur wenige Hektar umfassende landwirtschaftliche Besitz weit verstreut. Hier ein schmaler Ackerstreifen und dort einer, eine Rehparzelle im Süden der Gemarkung und eine am nördlichen Ende, ein Stück Wiese am oberen Bachlauf und eines ganz unten. Um diese ziemlich zersplitterten Liegenschaften zu bestellen und abzuernten, waren die Landwirte in den Kraichgauer Realteilungsgebieten mit Wagen und Gespann etliche Kilometer am Tag unterwegs und fuhren insgesamt einmal im Jahr so weit wie nach Rom. Jetzt wissen Sie also, warum man einmal im Kraichgau einmal im Jahr nach Rom gefahren ist. Nicht wirklich nach Rom, aber in Strecke zu den Grundstücken so weit, als wäre man nach Rom gefahren, nur um die Flächen zu bewirtschaften. Jetzt haben wir noch mal ein ganz anderes Kapitel. Ich würde ja jetzt fast mit dem Kabarettisten Rüdiger Hoffmann beginnen und Sie fragen, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber nach einer Persönlichkeit aus dem Kraichgau ist eine ganze Epoche der deutschen Geschichte benannt. Und wie das zustande kam und was sich dahinter verbirgt, das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen berichten. Dieses Kapitel heißt Der Herr Biedermeier aus dem Kraichgau. Und da ahnen Sie schon, um welche Epoche es geht. Es geht, jawohl, um das Biedermeier. Das war die Zeit so etwa 1815 bis 1848, also zwischen dem Ende von Napoleon und der großen Revolution von 1848-49. Dazwischen lag eine Zeit, die man als eher unpolitisch versteht. Und was nun ein Kraichgauer damit zu tun hat, das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Der Ruhm und das Schaffen des bekannten Dichters im 19. Jahrhundert nahm schicksalhafte Umwege. Sein posthumer Spitzname, und das ist schon eine ziemlich einmalige Ehre, bezeichnet eine ganze Epoche. Samuel Friedrich Sauter, geboren 1766 in Flehingen und 1846 dort auch gestorben, war seines Zeichens eines von jenen armen Dorfschulmeisterlein, denen er seine bekanntesten Verse widmete. Nicht weniger als 55 Jahre versah er aktiven Schuldienst, 30 im Heimatort Flehingen, weitere 25 in Zeisenhausen. Ein halbes Tausend an Gedichten, Reimen und Schnurren dürfte er außerdem geschrieben haben, darunter manche Auftragsarbeit, manches Gelegenheitspoem, mancher patriotische Huldigungsreim. 1830 verfasste Sauter ein Gedicht auf die vergeblich gehoffte und 10 Jahre später schließlich auf die wirkliche Durchreise des badischen Großherzog Paares durch Zeisenhausen. Oder widmete ein anderes der Markgräfin Witwe Amalie, als hoch dieselbe den Herrn Grafen von Degenfeld besucht hatte und in Zeisenhausen zweimal umspannen ließ. Sie merken, das sind natürlich Themen, die das Leben schreibt. Ja, ist denn ein solches Thema wichtig genug, darüber zu schreiben? Ja, würde Sauter im Brustton der Überzeugung antworten. Wichtig vor dem engen Horizont seines Kraichgau-Dorfes. Wichtig für diese kleine, überschaubare Welt, auf die sein Vers zutraf. Man liest in der Bibel und was man noch hat, im Lara-Kalender
und Landwirtschaftsblatt. Und in eben dieser kleinen überschaubaren Welt war Amaliens gleich zweimalige Pferdewechsel ganz gewiss für lange Zeit das Tagesgespräch. Vom Loblied auf die Kartoffel bis zum Amerika-Lied, das von der Auswanderung handelt, griff Sauter immer wieder auch aktuelle Themen auf. Nie jedoch mit merklich sozialkritischem Gehalt, jedenfalls nicht vordergründig. Destilliert man aber aus der scheinbar humorigen Darstellung seines armen Dorfschulmeisterleins die harten sozialen Fakten, wird ein Kampf ums nackte Überleben sichtbar. Da ist die Rede vom immensen Arbeitsumfang dieser Männer, von den Angriffen, denen sie innerhalb der Dorfgemeinschaft ausgesetzt waren, von der Belastung praktisch im Alleingang die Kinderschar des Ortes zu unterrichten und trotzdem Schritt zu halten mit der zunehmenden Professionalisierung des Lehrerberufes, von der Notwendigkeit, nach dem Tagwerk noch hinaus aufs Feld zu gehen und als Feierabendlandwirt etwas hinzuzuverdienen. Und nicht zu vergessen von der verbreiteten Neigung der ganzen Malaise, ab und an durch Alkohol zu entfliehen. In der satirischen Fortsetzung Das avancierte Dorfschulmeisterlein erklimmt der Herr Lehrer schließlich doch die Karriereleiter und verdoppelt seinen Lohn, indem er das Amt des Kuhhirten wechselt. Aber eben deshalb versteht, wer Sauter nur als witzigen Humoristen begreift, den zuweilen derben, aber niemals resignativen Dichter durchaus falsch. Außerhalb der engeren nordbadischen Heimat fiel Sauter den Zeitgenossen wohl allenfalls durch die zweimalige Vertonung seines Gedichtes Der Wachtelschlag auf. Erst durch Beethoven, dann durch Schubert. Zu Lebzeiten erschien in Buchform ebenfalls zweimal eine Ausgabe seiner Reimereien, wie er sie selbst nannte, die eine 1811, die andere im Jahr vor seinem Tod. Diese Veröffentlichungen mit ihrem zumeist biederen und gemütvollen Duktus blieben nicht ohne Echo. Bei Teilen einer bildungsbürgerlichen Leserschaft war Sauters Lyrik fraglos populär. Andere machten sich lustig über ihre oft unfreiwillige Komik und fast schon ärgerniserregende Harmlosigkeit in einer Zeit so ungeheure soziale Umbrüche. Der Dichter Ludwig Eichroth und sein Studienkollege Adolf Kussmaul, später ein bekannter Mediziner, persiflierten einige Jahre nach Sauters Tod die Reime des Flehinger Poeten unter dem Pseudonym Weiland Gottlieb Biedermeier, der Schulmeister in Schwaben. Gottlieb Biedermeier, Schulmeister in Schwaben. In den satirischen Fliegenden Blättern meldeten sich die beiden mit zielsicheren Parodien zu Wort. Weit mehr als seine Verse selbst sollten ihn nun dieser Schabernack des Sauters das bleibende Nachruhm. Indem er ihn zur eigentlichen Inkarnation jeder bescheidenen bürgerlichen Welt erklärte, Zitat, wo Deutschland noch im Schatten kühler Sauerkrauttöpfe gemütlich aß, trank, dichtete und verdaute und das übrige Gott und dem Bundestag anheimstellte. Das ist ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert, da gab es auch schon einen Bundestag. Damit wurde Sauters, dieses ihm zugeschriebene Pseudonym Gottlieb Biedermeier, eben zum Begriff einer ganzen biederen, harmlosen, kleinbürgerlichen Epoche im frühen 19. Jahrhundert. Reichgauer also, der einer Epoche unfreiwillig und indirekt seinen Namen gibt. Der Reichgau hat noch eine andere, viele Besonderheiten natürlich, aber eine hat er. Er ist eine Landschaft zweier Länder, zweier historischer Länder, wenn man so will. Er war nicht nur im Mittelalter völlig zersplittert in jegliche Kleinteiligkeit der Ritterschaften und der Besitzungen von Adeligen der Region, sondern er war auch im 19. Jahrhundert eine Landschaft, die geteilt war in Baden, einen badischen Anteil und einen württembergischen Anteil. Es gibt den badischen Kraichgau und es gab den württembergischen Kraichgau. Und als nun nach dem Zweiten Weltkrieg sich anbahnte, dass diese Länder, als man neu die Länder zuschnitt, dass diese zwei Länder, Baden und Württemberg, nun ein Bundesland bilden sollte, da stand der Kraichgau natürlich zum ersten Mal in seiner Geschichte davor, sozusagen eine einheitliche Landschaft zu werden.
Aber das war natürlich nicht ohne Probleme. Das war natürlich nicht ohne Streitereien. Und das nächste Kapitel berichtet davon, wie sich die Badener und die Württemberger im Kraichgau mal mehr oder auch mal weniger zusammengefunden haben. Das Kapitel heißt Gefährliche Liebschaft, unglückliche Ehe, Fragezeichen wohlgemerkt. Ja, ein Fragezeichen dahinter. Für das alte Grenzland brachten die Nachkriegsjahre eine völlig neue Erfahrung. Dieser von jeher territorial zersplitterte Gau, seit Napoleons Tagen durch eine scharfe Ländergrenze zerschnitten, wurde 1945 zunächst Teil des alliierten Kunstproduktes Württemberg-Baden, das sich vom Rhein bis hinunter nach Ulm erstreckte. Die Binnengrenze verlor damit ihre Bedeutung, wenn auch nur in administrativer Hinsicht, denn in den Köpfen blieb sie weiterhin sehr lebendig. Nichts könnte bezeichnender sein als jene kleine Anekdote aus Knittlingen. Nach Westen hin, fast hunderte der belgische Grenzort im Kraichgau par excellence. Hier, wo Friedrich Schiller 1782 auf seiner Flucht nach Mannheim die schwäbische Heimat hinter sich ließ, kehrte Reinhold Meyer, später der erste Ministerpräsident des Südweststaates, nach dem Krieg in ein Gasthaus ein. Er befand sich auf dem Rückweg von einer Besprechung in Karlsruhe. Und so erkundigte sich der Wirt voll Anteilnahme bei seinem hohen Gast. Sind Sie außer Landes quer? Tja, damals war man noch außer Landes, wenn man westlich von Knittlingen verkehrte. Da ist nun dieses Kunstprodukt der Besatzungsmächte Teil eines neuen Bundeslandes werden und damit die Scheidelinie zwischen Baden und Württemberg keine Geltung mehr haben sollte, rief Emotionen hervor. Solche und solche. Einerseits war gerade das Kraichgauer Grenzland keineswegs der unbedeutendste Schauplatz, wenn es darum ging, die sogenannten traditionellen Vorurteile zwischen Badenern und Württembergern zu pflegen. Wer eine Schwäbin heirate, das war gängige Rede unter den badischen Kraichgaubauern, der hole sich das Kreuz ins Haus. Andererseits hatten etliche Dörfer im jetzt badischen Landesteil vor 1803 auch einmal zu Württemberg gehört und deren Bewohner wussten sehr wohl, dass die Schwaben keineswegs nur jene finsteren Schreckgestalten waren, zu denen man sie diesseits der Grenze gerne stilisierte. Südweststaat oder Wiederherstellung der alten Länder? An dieser Schlüsselfrage entzündeten sich um 1950 hitzige Debatten. Hier die Vertreter der Südwestlösung. Völlig rational und logisch sei die Entscheidung für Baden-Württemberg, argumentierten sie, denn ein großes Bundesland können auch politisch und ökonomisch wesentlich stärker auftreten als zwei kleine. Die aufstrebenden Wirtschaftszentren, ob Karlsruhe oder Stuttgart, ob Mannheim oder Heidelberg, würden durch überkommene Binnengrenzen nur behindert und in einen unfruchtbaren Konkurrenzkampf zueinander gezwungen. Und wer auf die Schwaben nur schimpfe, der übersehe, dass der Wiederaufbau nach 1945, etwa im schwer kriegszerstörten Bruchsal, vor allem mit Geld aus dem finanzstarken Württemberg bezahlt worden sei. Auf der anderen Seite die Altbadener um den Freiburger Staatspräsidenten Leo Wohleb. Unverzagt fochten sie um die Wiederherstellung der früheren Ländergrenzen. Noch zu ihren sachlicheren Argumenten zählte der Hinweis auf die hergebrachten badischen Regionalismus, dem in Württemberg ein unbestrittener historisch bedingter Zentralismus mit starker Hinwendung auf die Metropole Stuttgart gegenüberstand. Deren machthungrige Führungsriege plane jetzt, und spätestens an diesem Punkt wurde es hässlich, die feindliche Übernahme, wohlwissend, dass dann künftig bei politischen Entscheidungen immer die größere Zahl der Württemberger den Ausschlag geben werde. So überflüssig wie ein Kropf sei der Südweststaat, schimpfte Staatspräsident Wohleb bei seiner Agitationstour durch das Land, auf der er auch in verschiedenen Kraichgau-Gemeinden vor überfüllten Sälen zum, Zitat, Kampf um die Wiederherstellung des lieben alten Vaterlandes aufrief. Tja, es gab viele Diskussionen, es gab viel hin und her, das Gesamtergebnis ist bekannt. Ein heftig umstrittener Zählmodus führte bei der Volksabstimmung von 1951 dazu, dass trotz einer rechnerischen badischen Mehrheit von 52% gegen den Südweststaat letztlich das von großen Teilen der Landespolitik gewünschte Ergebnis herauskam. Eine Zwangsehe sei das, tobten die Altbadener.
für die sich nachher nirgends ein Scheidungsrichter finden werde. Der allerdings war, rückblickend betrachtet, wohl auch nie wirklich nötig. 4 Jahrzehnte später, 1990, in Knittlingen, hat der Volkskundler und Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger in einer Rede Bilanz gezogen. Und es war eine positive Bilanz, der wir uns bis heute nur anschließen können. Es gibt, sagte er, gefährlichere Liebschaften und unglücklichere Ehen als die zwischen Baden und Württemberg. Der Kraichgau also als Schauplatz des Länderstreites sozusagen. Und wir kommen jetzt zum Ende unseres kleinen Vortrages, unserer kleinen, ganz schnellen Reise durch ein paar kleine Mosaiksteine der Kraichgauer Geschichte. Und wir kommen jetzt in die aktuelle Gegenwart. In eine Gegenwart, in der Sie interessanterweise den Kraichgau viel häufiger in den Nachrichten hören, in überregionalen Zeitungen lesen, in bundesweiten Zeitungen lesen. Ständig steht der Kraichgau fast einmal in der Woche in den Zeitungen und in den Medien. Weil er so bekannt ist? Nein, weil er einen besonderen Werbeträger hat. Ein Werbeträger ganz anderer Art vertritt den Kraichgau von 2009 an in der Fußball-Bundesliga. Seit die TSG 1899 Hoffenheim erstklassig mitspielt, fällt nun dieser Landschaftsbegriff häufiger denn je in den Medien, samstags in der Sportschau und darüber hinaus. Und da sind oftmals kreativen Wendungen, ein hochverlorenes Spiel oder ein bedrohlich tiefer Platz im Tabellenkeller, gerät dann schon mal zum Kraichgau, also zum kraichgrößten anzunehmenden Unfall, zum Kraichgau. In besseren Zeiten wäre der visionäre Sportmäzen Dietmar Hopp zum King of Kraichgau ausgerufen. Mit seiner spektakulären, zwischenzeitlich 9-stelligen finanziellen Förderung des ehemaligen Kreisliga-Vereins, Mitbegründer des Software-Giganten SAP, Fahrer des Hoffenheimer Fußballaufschwungs, den erstaunlichen Weg eines Dorfclubs aus dem Sinsheimer 3300 Seelen Stadtteil ins Bundesliga-Oberhaus ermöglicht. Nahe der Autobahn ist mit der Wirsol-Rhein-Neckar-Arena eines der modernsten Stadien Deutschlands entstanden. Während der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011 Austragungsort des kleinen Finales zwischen Schweden und Frankreich beim Spiel um Platz 3. Die TSG selbst hat sich zwischenzeitlich zum Sympathieträger in der Region entwickelt. Es ist im Sport wie in der Wirtschaft, sagt Dietmar Hopp. Es kommen neue Firmen und die müssen akzeptiert werden. Unsere Tradition ist die Zukunft. Das sagt Dietmar Hopp, der seit seiner Jugend eng mit Hoffenheim verbunden ist. Sie sehen, der Kraichgau hat viele Facetten. Er hat eine seiner Persönlichkeiten einer ganzen Epoche den Namen gegeben. Er ist ein Land der Schlösser und Burgen, er ist ein Land mit viel Geschichte, er ist ein Land, das immer kleinteilig war, das immer so ein kleines Mosaik-Puzzle war in seiner historischen Entwicklung. Und das ist er bis heute geblieben, das zeichnet ihn bis heute aus. Und wenn wir fragen, was sind die großen Themen, die man zum Kraichgau noch bringen kann, natürlich die Landschaft, die Landwirtschaft, da kann man sehr vieles erzählen. Eine kleine Sache möchte ich am Ende noch ansprechen. Und darüber werde ich auch nur ganz kurz reden und nichts lesen, denn darüber haben sich viel profunder als ich schon andere viel besser fachlich ausgedrückt. Und es ist auch über dieses Thema zu reden eigentlich gar nicht sinnvoll, sondern dieses Thema muss man einfach genießen. Und was ich meine, ist natürlich der Kraichgauer Wein. Der war lange Zeit wenig angesehen, aber heute hat er sich überregional einen Namen gemacht. Und ich weiß es spätestens seit etwa 20 Jahren. Da saß ich nämlich an der Ostsee und habe etwas dort wahrscheinlich sehr Untypisches bestellt, nämlich einen Wein. Und was habe ich bekommen? Es gab ganz wenig Wein auf der Karte nur, da trinkt man ja eher Bier logischerweise. Und es waren dann zur Auswahl nur Weine, also ich sage nicht nur, im Gegenteil, ich sage ausschließlich Weine von Kraichgauer Winzern. Da sitzt man an der Ostsee und hat dann also die Kraichgauer Winzerkarte vor sich. Das war dann so mein erstes Erlebnis, wo ich gedacht habe, aha, der Kraichgauer Wein ist auf dem Weg
nach vorne. So, und wie gesagt, über den Kreich, über den Wein werde ich nicht reden, sondern ich werde ihn genießen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen diese ganz kleine, musikartige Tour durch den Kraichgau und seine Geschichte gefallen hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich auch ein Gläschen Wein einschenken können. Nehmen Sie Kraichgauer Wein, das lohnt sich auf jeden Fall immer. Und damit hoffe ich und würde mich freuen, wenn Ihnen diese kleine Tour gefallen hat und wenn sie auch ein bisschen Appetit gemacht hat, den Kraichgau selber zu erkunden. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mit dabei gewesen sind. Zum Wohl! Ja, eine mosaikartige Führung. Ja. Eine sehr schöne Metapher auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja. Sehr gern, sehr gern. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie da sind, Thomas Adam.